Ja, hallo, ich bin René von der Schießschule Becker. Und was ich hier in der Hand halte, der eine oder andere kommt das sicherlich bekannt vor, hat eine Idee. Ich denke jetzt, mit dem Magazin wird es klar, und ihr kennt es aus diversen Filmen, Kriegsfilmen. Eine russische Waffe ist eine PPSH 41, Kaliber 7,62 mal 25 mm. Tokarev, selbe Kaliber, das auch die Tokarev-Pistole genutzt hat, also eine Maschinenpistole mit Pistolenkaliber. Die ersten Modelle wurden 1940 zusammengebaut und mit anderen Waffen, Maschinenpistolen damals getestet. Gewonnen hat dann tatsächlich die PPSH 41. Was hat man gemacht? Man hat zum Beispiel künstlich verstaubte Magazine benutzt zum Verschießen. Man hat 5000 Schuss abgefeuert aus der Waffe, ohne sie einmal zu reinigen. Man hat sie ungeschmiert abgefeuert, also ohne Schmierung, ohne Ölstoffe. Die Lebensdauer der Waffe wird angegeben mit 30.000 Schuss. Die Waffe ist dann im Dezember 1940 in die Rote Armee eingeführt worden. Das hier ein zivil zugelassenes Modell. Die Waffe hier lässt kein vollautomatisches Schießen mehr zu. Sie ist umgebaut für den zivilen Markt, zugelassen. Disziplin für die Waffe findet ihr zum Beispiel im BDS. Die Waffe macht unheimlich viel Spaß zu schießen, aber seht selbst, bis gleich auf der Schießbahn. Ja, ihr habt jetzt gesehen, hier schießen mit einer PPSH. Wenn ihr Lust habt, mal mit dieser Waffe oder einer anderen Waffe zu schießen, meldet euch einfach bei uns und ich hoffe, wir sehen uns dann auf der Schießbahn oder vielleicht sogar bei einem Waffensachkundekurs für Sportschützen. Bis dahin, alles Gute, ciao.